sind zum ersten Mal hier, habe ich im Vorgespräch vernommen. Was erwarten Sie sich denn hier? Ja, ich bin zum ersten Mal hier, freue mich ganz besonders, dass es jetzt geklappt hat. Ich bin heute Morgen schon hier selbst mit Eurofighter reingeflogen, also war schon Teil der Airpower, wenn man so will. War natürlich super aufregend, hier dabei zu sein. Und gerade während wir dieses Interview führen, ist einer unserer A400M in der Vorübung fürs Flying Display. Also hier geht richtig was und ja, das ist natürlich auch ein Stück weit dessen, was diese Airpower repräsentiert, dass Partner hier miteinander ihre Einsatzfähigkeiten darstellen, dass wir natürlich junge Leute begeistern, aber wir wissen, das ist natürlich gerade jetzt vor dem Hintergrund eines Krieges in der Ukraine auch ganz ernst, aber umso mehr bin ich froh, dass ich hier bin und ich freue mich auf die nächsten Tage, um zu sehen, was die verschiedenen Nationen hier auch entsprechend präsentieren. Stilvoller kann man nicht anreisen als mit dem Eurofighter. Ich bin mit dem Auto gekommen. Wie hat es von oben ausgesehen heute? Ja, Wahnsinn. Ich sage immer, Österreich, ein wunderschönes Land. Ich bin in Lage bei Rostock gestartet. Da gibt es keine Berge, da gibt es nur die Ostsee. Und dann ist man eine gute Stunde später dann hier. Eine wunderschöne Gegend, aber natürlich auch herausfordernd. Also hier ein Flying Display zu fliegen, ist sicherlich auch eine Herausforderung, weil eben nicht alles flach ist. Man muss hier sicherlich auch etwas aufpassen auf die umliegenden Berge, aber es sind natürlich alles Profis. Wir haben ja selber auch Flugzeuge hier im Flying Display, A400, Eurofighter und Hubschrauber auch. Und ja, ich bin überzeugt, dass das alles sehr gut ablaufen wird. Und ja, was soll ich sagen? Sie mit dem Auto, ich im Eurofighter. Aber ich werde leider nicht mit Eurofighter zurückfliegen können. Dankeschön, alles Gute trotzdem. Schöne Heimreise auch. Ja, vielen Dank.